Servus, du übernimmst den morgendlichen Ölzug GC60242 von der Raffinerie in Karlsruhe-Kniedingen nach Villingen. Dieser kommt Dienstag, Mittwoch und Freitag mit 18 vollen Waggons beladen mit Öl aus Karlsruhe und wird in Hausach in 2x9 Waggons geteilt. Diese werden dann in zwei Fuhren aufgrund der geringen Grenzlast von 1060 Tonnen für die Baureihe 185 zwischen Hausach und St. Georgen nach Villingen gebracht. Du fährst den ersten Umlauf. Dein Zug wurde schon getrennt und momentan wartest du auf Ausfahrt. Aufgerüstet ist dein Zug soweit, die AFB kann auf Wunsch noch aktiviert werden. Zugdaten, Gesamtzuglänge 171 Meter, Gesamtgewicht 899 Tonnen, Zugart M, Bremsstellung P, Vmax 100 km/h. Wie immer, Finger weg von der Tab-Taste und so nun viel Spaß und gute Fahrt, Amnesia. Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge von Let's Play Train Simulator 2019. Wir befinden uns heute auf der Streckenerweiterung von Trainsim Germany. Und zwar auf der Strecke Hausach nach Konstanz. Ja. Diese Streckenerweiterung ist vor ein paar Tagen rausgekommen. Und wir fahren heute ein Szenario von dem lieben Amnesia. Und ich würde mal sagen, starten wir mal das Szenario. Und ja, noch eine kleine Info für diejenigen, die gerne diese Strecke kaufen wollen. Wichtig ist, ihr benötigt dafür die Strecke Konstanz-Villingen. Weil sonst funktioniert die Strecke nicht. Das ist quasi eine Streckenerweiterung. Damit ist dann die Strecke quasi noch viel, viel länger, wie man hier schön sehen kann. Hier oben sind wir gerade in Hausach und hier ganz unten ist dann Villingen. Konstanz. Konstanz. Ja, die Strecke gibt es momentan für 24,95 €. Könnt ihr euch bei Join Together kaufen, also JTG im Shop oder halt bei 3D-Zug. Und ja, Join Together hatte ja vor ein paar Tagen vor Release auch ein Angebot gemacht, dass man die Strecke statt für 25 € kriegt, sondern schon für 19 € und. Ich habe die Chance verpasst. Aber gut, das ist auch nicht schlimm, weil ja, die 5 € da, ne? Sagen wir es mal so, von den Bildern her, ne, eine wirklich sehr schöne Strecke, wunderschön, die Schwarzwaldbahn. Und, ja. Gut, ich werde heute mal die PCB ausmachen und nochmal neu anmachen. Das hat einen Grund. Und zwar haben einige in die Kommentaren geschrieben, dass es irgendwelche PCB-Fehler gibt und teilweise, ja, verschiedene Fehler, also viele haben verschiedene Probleme, der eine hat schlechte Bremsen, der andere hat eine PCB nicht richtig funktioniert, ne? Von daher machen wir sie sicherheitshalber aus und wieder an. Ach ja, Fahrtrichtung 0, vergessen. So, sicher ist sicher. Zwangsbremsung. Ja, du mit deiner Zwangsseite Klappe. Zwangsbremsung. So. Weil einige hatten ja geschrieben, dass es irgendwelche Probleme gibt mit der PCB. Ja. Wahrscheinlich kommt der Train Simulator damit nicht klar. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja. Und es war auf jeden Fall komisch. So. Gut. Ja. Ich ziehe nochmal die Bremse an. So. Kleine Bremsprobe machen hier. Oh, ich krieg einen Anruf. Ja, der 60242. So, ich wäre dann soweit. Bei dir hier in der 4. Jo, alles klar. Ich lass noch eben schnell den Regio durch. 3-4 Minuten und dann kannst du auch weiter, ne? Jo, klingt doch gut. Dann würde ich sagen, hören wir uns eventuell nachher, wenn ich die zweite Fuhre hole. Ja, schauen wir mal dann mal, ne? Kannst dich ja melden. Alles klar. Dann bis später. Ja, gute Fahrt. Tschüss. Jo, tschüss.
Natürlich kriege ich keinen Anruf, sondern ich rufe an. Sehr schöne Audioelemente dabei, also sehr schöne Qualität mit dem Gespräch zwischen TF und dem Fahrdienstleiter. Auch schön diese extra Soundkulisse hier halt, wie man das Telefon an, den Hörer abnimmt und so. Sehr schön. Gefällt mir. Ist ja geil gemacht. Ah, da fährt der Regionalexpress los. 146. Servus, Kollege. Schön. Ja. Jetzt müssen wir natürlich warten, bis er bis unser Fahrweg wieder frei ist. Bis er quasi das nächste Signal überfahren hat. Ja, in der Zeit können wir ja ein bisschen umschauen. Ja, wir sind gerade hier in Hausach. Und ich denke mal, da wird auch in Zukunft sehr viele schöne Szenarien kommen für diese wunderschöne Streckenerweiterung, weil die Strecke ist ja, wie gesagt, jetzt noch viel größer und da kannst du richtig schöne lange Szenarien fahren. Ah, das wird herrlich. So, Hausach. Ja, auch schön hier richtig originale Objekte, ne? Sogar der Blechelse ist hier mit vertreten. Sehr schön. Ah, hier. Super Qualität. Also das muss man wirklich sagen, ey. Das ist richtig Hammer. Ja. Oh, da steht... Oh, hier. Schwarzwaldbahn. Sehr schön. Steht ein Kollege, ne? Na, Kollege, alles fit bei dir? Stehst du auch nur rum, ne? Wo ist denn dein TF hin? Okay, der macht gerade Frühstückspause. Du, das kann auch eine Weile dauern, ne? Ja. Sehr schön hier, ne? Also das muss man wirklich sagen, ne? Herrlich. Sind wir hier? Gleise bei geschlossener Schranke nicht betreten. Cool. Das kann ich ja auch nicht, ne? Das Ganze quasi rüberlatschen, wenn die Schranke quasi geöffnet ist. Aber ich glaube nicht, dass es hiermit animiert worden ist. Ich weiß gar nicht, ob das machbar ist im Train-Simulator. Aber sehr schön. Herrlich. Also da muss man wirklich sagen, hier wurde wieder sehr viel Qualität reingesetzt. Oh, eine Vectron. Ja, servus. Schön. Auch schön wieder viel KI-Verkehr. Herrlich. Also muss man wirklich sagen, also ich muss persönlich, ich muss wirklich sagen, ich fahre jetzt zum ersten Mal diese Strecke. Ja. Und bin selber mal gespannt, wie das so alles aussieht. Aber vom ersten Eindruck her sieht das schon ziemlich geil aus. Ne? Ich habe auch schon Bilder vorher gesehen. Also, top. Also, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Und wie gesagt, die benötigt die Strecke Konstanz-Willingen. Und ja, da lohnt es sich auf jeden Fall, das Geld auszugeben für diese Erweiterung. Ne? So, ich werde ein bisschen was über die Strecke erzählen, die wir hier... die neu rausgekommen ist, da sowieso meistens die Beschreibungen lesen, ne? Die Entwickler schreiben ja meistens riesengroße lange Texte, ne? Und der Käufer guckt sich meistens Bilder an und liest niemals die Beschreibung durch, außer bei den Features, ja, wie lange ist die Strecke, ne? So, da kommt ein RS1 in gelber Lackierung mit einem bewegt Logo. SWEG. Schön. Ja, zur Strecke. Die Schwarzwaldbahn, Kursbuchstrecke 720, ist eine Hauptstrecke in Baden-Württemberg. Der in dieser Streckenerweiterung dargestellte Streckenverlauf von Hausach über Triberg bis nach Villingen zählt zu den baulich und landschaftlich Abschnitten der gesamten Strecke. Zwischen Hausach und St. Georgen wird ein Höhenunterschied von mehr als 564 Metern auf 38 Streckenkilometern überwunden. Dabei passiert der Zug 37 Tunnel, das ist ja Wahnsinn, welche sich in Kehrschleifen durch die Berge ziehen. Mit dabei ist auch der mit nur 18 Meter Länge kürzeste Tunnel im gesamten Netz der Deutschen Bahn. Die Schwarzwaldbahn gilt als erste Eisenbahnstrecke im Gebirge, die durch Kehren künstlich verlängert wurde.
Die 52 Kilometer lange Streckenerweiterung ermöglicht es ihnen, von Hausach durch das Gebirge im Schwarzwald bis ins Flachland an den Bodensee nach Konstanz zu fahren. Erleben Sie abwechslungsreiche Landschaften, bemerkenswerte Bauwerke und den Charme einer Strecke, welche wegen ihres Verlaufs in Deutschland einmalig ist. So, nur zu den Features: 52 Kilometer neue Hauptstrecke, hochdetaillierter Gleisbau inklusive Kurvenüberhöhung, originalgetreute 3D-Fahrleitung, pardon, ich muss mal gerade hier alles lösen, weil wir haben Abfahrt. So, originalgetreu nachempfundene Bahnhöfe, Haltepunkte, originalgetreue Landschaftsnachbildung, originalgetreu nachgebildete Gebäude an der Strecke, 5 spannende Szenarien und Szenarien für Modus schnelles Spiel. Auch nochmal der wichtige Hinweis: diese Streckenerweiterung setzt eine aktive Installation der Hauptstrecke Konstanz-Villingen voraus. Und die könnt ihr euch entweder im VR auf der VirtualBots Shop-Seite kaufen oder über Steam. So, dann fahren wir mal los hier. Oh ja, ja, ja. Viel gelabert. Aber ich werde jetzt nicht mehr allzu viel reden, denn wir genießen jetzt die Strecke, weil für mich ist es wirklich gerade die allererste Fahrt hier. Und ja, mal gucken, was wir so beeindruckendes sehen. Ne? Sehr schön. So. Ah, die Klappe. Ja, bald ist auch Ende im Gelände mit Train Simulator 2019. Denn nächste Woche kommt ja der Train Simulator 2020 raus. Hätte ich im Leben nie gedacht. Das muss ich wirklich sagen. Und da soll auch die neue Strecke rauskommen mit Nürnberg. Bin ich auch mal sehr gespannt. Was Fahrzeuge angeht, hier Talent 2 oder die eine Baureihe. Wo ich die Bezeichnung gerade vergessen habe, ist jetzt nicht so prickelnd, sagen wir es mal so, denn die Fahrzeuge sind ja schon lange bekannt, ne? Also die gibt es schon seit einigen Jahren, so wie der Talent 2, hat sich aber halt leider nichts Servus verbessert, ne? Ist halt leider die gleiche Qualität geblieben. So, wir dürfen auch 90 fahren, das lassen wir uns nicht gleich zweimal sagen. Und stellen auf 90 ein. So. Und auf geht's. Auf der schönen Schwarzwaldbahn. Herrlich. Ja, von der Performance her, sehr gute Performance. Also ich kann echt nicht rummeckern. Läuft bestens. Und hier sieht man auch, wie qualitativ man hier gebaut hat. Also das sieht wirklich so schön aus. Herrlich. Respekt für diese Arbeit. Auch hier schön mit diesen, ne, schön kurz bergab bis hier geht. Herrlich. So, aber jetzt werde ich weniger reden und wir genießen jetzt die Fahrt. Da sieht man hier schön, wie bergauf es hier geht. Wenn wir einen längeren Güterzug, da müsste schon die Lok einiges kämpfen, ne? Zugbeeinflussung.
die warten auch hier schön, ne? Immer schon fleißig warten am BÜ. Ne? Wenn die Schranken unten sind. Ich weiß, dass wir keine Beeinflussung kriegen, weil ein Magnet fehlt, ne? Aber immer, egal ob Vorsignal, Wiederholer oder eine LF-Tafel, ne? Man muss immer bestätigen, egal ob da Magnet ist oder nicht. Ne? So. Brauchen wir gar nicht selber mal bremsen. Und du halt mal die Klappe hier mit der Störung. Du bist eine Störungballe hier. So. Können wir hier auf den Tisch legen, ne? Und dann geht's schön weg auf. Ja, Szenario-Dauer ungefähr 60 Minuten. Ja, Szenario findet ihr im Resim-Forum, eines der allerersten Szenarien, die hier für die Strecke veröffentlicht worden ist. Von den wunderschönen Nutzer Amisia. Auch bekannt, der die Streckenerweiterung Allgäu. Ich weiß, die Streckenerweiterung. Die Allgäubahn Regenwietet, das ist ein Name. Ja, da die Allgäubahn verschönert hat, die jetzt viel besser aussieht als die Standardversion. Sehr schön hier. Ach, sieht doch schön aus. Ah, 2,94. Ja, Mensch, du hast aber viel zu schleppen. Servus. So, müssen wir gleich 70 Ankündigungen bekommen. Und wir nähern uns gleich Hornberg. Davor kommt nochmal ein kleiner Tunnel. Okay, dann hat keine Beeinflussung. Hä? Was soll das jetzt? Willst du mich verarschen? Sie war Zwangsbremse, ich glaube, zackt wohl hier, ne? Alter, sieht das geil aus. Junge. Das würde ich selber nie hinkriegen, ey. Alter Falter. Respekt. Ich verschönere zwar die Sachsen-Anhalt-Strecke, ne, aber sowas würde ich nie hinkriegen. Alter Falter. So, warte mal. Ich habe da gerade was entdeckt. Lol. Warum funktioniert denn die Uhr nicht? Oder ist die einfach kaputt gemacht worden? Ne, die Uhren funktionieren ja gar nicht. Hä? Okay. Die Uhren sind ja Standard mitgeliefert, ne, von Konstanz Villingen, ne? Und normalerweise funktionieren sie ja. Vielleicht war es jetzt nur Zufall, ich weiß es nicht, aber eigentlich
sollten sie ja funktionieren. Komisch. Wer weiß. Wollt ihr mir einfach hier eine Zwangse verpassen? Ich glaube, das hackt wohl. Also, jetzt geht's aber los hier, ne? Dürfen immer noch 70 fahren. Und ich würde jetzt am besten sagen, wir genießen jetzt die nächsten paar Minuten ohne mein Geschwafel und genießt einfach die Landschaft. Es sieht herrlich aus, ne? Und wenn ich mal dazwischen labere, dann kann man es nicht genießen, ne? Verständlich, ne? Wenn ich labere, kann man es nicht genießen. Also werde ich jetzt erstmal meine Gusche halten und werde mich dann gleich wieder melden. Halt die Klappe mit der Störung. Halt die Gusch.
Beeinflussung. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ja, und da stehen wir am Tunnel, ne? Auch ganz toll. Ja, wahrscheinlich hier wegen den Kollegen hier. Ah, ich stand noch nie im Tunnel, das ist auch mal geil. Servus auf jeden Fall. Hat bestimmt unser Fahrweg blockiert. Anders würde ich mir das nicht erklären. Ja, mal gucken, wann es weitergeht. Ah, okay. Jetzt dürfen wir weiter. Und wir müssen, wie es aussieht, Gleiswechsel machen. Sehr schön. So, ich hoffe, ihr habt die Minuten genossen ohne meine Stimme, ne? Und ganz ehrlich, die Strecke ist traumhaft, ne? Es ist wirklich Hammer. Und deswegen werde ich jetzt auch nochmal die Klappe halten, damit ihr nochmal weiterhin schön genießen könnt, ja? Ich weiß ja, dass die meisten gerne Videos gucken ohne Kommentar, ne? Und deswegen werde ich jetzt heute nochmal die Klappe halten und wir hören uns dann gleich wieder und genießt die wunderschönen Tunnels, die wunderschöne Landschaft. Also das ist der Hammer. Also viel Spaß. Zugbeeinflussung. Thank you.
besser. So. Ja, wir haben gerade eine Zugbeeinflussung bekommen. Wahrscheinlich 60, denke ich mal. Ich hoffe es. Das wäre echt doof, wenn es jetzt gleich 40 wären. Ja. Wahrscheinlich kommen wir gleich wieder auf unser Regelgleis zurück. Denn wir fahren ja momentan auf der linken Spur, was mich gerade ein bisschen, ja, beunruhigt. Weil ich habe manchmal sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Gerade was... Okay, da ist ein Signaldefekt. Geil. Hier wird gewerkelt. Wahrscheinlich deswegen auch das Gleis gesperrt worden ist. Also der, also Amesi hat immer wieder klasse Ideen. Also Respekt. Servus, Kollegen. Zugbeeinflussung. Und es sind 70. Na gut. Aber wir haben halt erwarten bekommen. Deswegen müssen wir sowieso runterbremsen. Denn wir haben ja ein VR0 gerade bestätigt. So. Das wird dann quasi am Ausfahrsignal in Triberg sein. Das HP0. Es sei denn, es ist umgesprungen. Man weiß es nicht. Aber wahrscheinlich kommen wir hier wieder auf unser Regelgleis. Das heißt, das sind hier gleich wieder 40 km/h erlaubt sind. So, ich hoffe, ich habe... Ich muss meistens immer nachgucken. Nicht, dass ich es komplett ausmache. Ich weiß nicht, ob wir Fahrt haben oder HP0. Weil wenn ich jetzt beschleunige und es kommt ein HP0-Signal, dann musst du sowas von stark abbremsen. Und dann riskieren wir noch eine Zwangs- und das ist dann auch nicht schön. Aber ich sehe auch noch kein Signal. Müsste eigentlich auf Fahrt sein. Ich hoffe es. So, mal gucken, ob hier die Uhren funktionieren. Nö. Schade. Verstehe ich nicht, warum die Uhr nicht funktioniert. Auf Konstanz-Villingen funktionieren sie, aber hier sind sie irgendwie... kaputt. Will die Deutsche Bahn sparen oder warum gehen die nicht? Ist auf jeden Fall sehr komisch. Und wir haben Fahrt, das ist sehr gut. So, was haben wir hier? Ah, schön. Ah, ne. Ah, fuck. Nein! Das darf nicht wahr sein! Zwangsbremsung. 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 Zugbeeinflussung. Ich habe das falsche Signal beobachtet. Verdammt! Betriebsgefahr! Guck mal schnell die Fahrdienstseite an. Ja, servus, hier der 60242 hier. Du, ich habe gerade eine Zwangsbremsung bekommen. Ich bin nicht rechtzeitig zum Stehen gekommen. Ja, das ist wirklich doof gelaufen, da hast du recht. Ich müsste zurücksetzen, wenn ich das dürfte. Jo, alles klar, danke, tschüss. So. Alter Falter, ey. So, wir dürfen zurücksetzen. Erinnert mich an einem Video, wo auch ein TF mit einem Güterzug unterwegs war und ebenfalls ein rotes Signal überfahren hat, weil er nicht rechtzeitig zum Bremsen kam. Und er musste dann
halt zurücksetzen, ne? Und das müssen wir jetzt hier auch machen. Oh Mann, es ist peinlich. Das ist ja peinlich, ey. Guckst du auf ein falsches Signal, ey. Da denkst du, es ist Fahrt, aber es ist HP0. Es gab auch kein 500 Hertz Magnet, ne? Gab es gar nicht. Ah, oh, hinter sind die zwei weg hier. Servus. Ich sag mal so, ne? Zum Glück kamen wir noch bis vor dieser Weiche rechtzeitig zum Stehen. Hätten wir diese Weiche überquert, beziehungsweise berührt, dann wären wir entgleist. Eieiei, also das ist mir lange nicht mehr passiert. Ne? Gut, außer, ja, auf der Gotthardbahn, ne? Aber, da lag es eher an die Bremsen, ne? So, wir können uns mal ein bisschen die Gegend anschauen, solange das Signal noch auf HP0 ist. Ah, das sieht doch schön aus hier, ne? Guckt euch das mal an. Ist das nicht ein Bittergötter? Herrlich. Also hier hat man wirklich auf jedes Detail geachtet. Hier hat man sogar Verkehrsschilder hin platziert, wo sonst niemand hinguckt, ob da ein Verkehrszeichen ist, ne? Ist ja der Wahnsinn. Ich kann hier kein gutes Thumbnail machen. Ja, so geht's auch nicht. Oh, eine Vectron. Servus. Euer grüßt. Ja, moin. Ah, sieht schon wirklich geil aus, ne? Guckt euch das mal an. Alter, geil. Eine Baureihe 50. Ich werde bekloppt. Eine Dampflok. Ein Formsignal. Wie geil ist das denn? Alter, das ist geil. Ey, das sieht ja mega geil aus. Schwarzwaldbahn. Erlebnispfad. Wie geil. Oh, schön. Ausstellung Bahnfahrt. Hey, das sieht ja geil aus. Haben wir noch HP0? Ja, haben wir. Haben wir nicht. Verdammt. So, DB-Anlage. Schön. Alter, geil. Das sieht ja Hammer aus. Ey, das ist ein Traum hier. Guckt euch das mal an, ey, das ist der Wahnsinn. Da wirst du bekloppt. Da wirst du bekloppt. Gut, wir müssen leider weiterfahren. Geil. Ey, das ist Wahnsinn, was man hier alles so verbaut hat. Also da muss man wirklich sagen, Respekt für diese geile Leistung hier. Also was man hier an Qualität reingeballert hat, das ist der Wahnsinn. Störung. Ja, halt Klappe. Störung. Nichts mit Störung hier. Ich bin begeistert. Und jetzt die Lokbremse zu lösen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Tunnel. Das ist der kleine
Triberger Tunnel. Denk mal, was klein ist, ne? 92 Meter. Ey, das ist der Wahnsinn hier, ey. Ich bin völlig begeistert von dieser Strecke. Also, wirklich, also, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Also, Wahnsinn. So, 70. Und da ist der Großtriberger Tunnel mit 835 Metern. Fährt nicht an. So, noch 29 Kilometer, beziehungsweise noch gute 20 Minuten sind wir auch am Ziel. Ist der Wahnsinn, ey. Aber ich muss sagen, ne? Die Aufgabe läuft super. Ich habe jetzt hier keine Probleme. Wie gesagt, viele haben ja sich beschwert über die PCB, dass es irgendein Bug ist, ne? Also anscheinend muss man wirklich, wenn man die Aufgabe startet, einfach nur die PCB ausmachen, dann wieder anmachen, damit es dann auch normal funktioniert, ne? Würde ich jetzt sagen, weil ich habe jetzt hier keine Fehler. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn ich die PCB nicht extra deaktiviert hätte und angemacht hätte. Ja, aber ja, super Aufgabe. Auch sehr schön, viel KI-Verkehr, auch vorhin wunderschön. Ein Bauzug mit einer Lut Müller dran. Ne? Es ist herrlich. So. Bin ich noch Licht an? Ja. Ich muss meistens extra immer gucken. Denn manchmal mache ich es komplett aus, ne? Naja. Alter, sieht das Hammer aus. Junge, nee, ey. Und dann noch so performancefreundlich, ne? Vor allem die Strecke ist jetzt dadurch noch größer und so viel detailreich, das ist der Wahnsinn. Und die Performance ist einfach der Bombe. Ist einfach Bombe. So. Wahnsinn. So, da kommen wir zum nächsten Tunnel, wie es aussieht. Das ist der Gremmelsbach-Tunnel, so, wenn ich es richtig gelesen habe. Wunderschön, sehr viele Tunnels, die wir hier haben.
Oh, da kommt ein Kollege. Servus. Hätten wir ja nicht mehr anmachen brauchen eigentlich. Naja. So, was ist das hier für ein Tunnel? Das ist der Geißloch-Tunnel, 54 Meter. Oh ja, wunderschön, ey. Das ist einfach wunderschön hier. Herrlich. So, das ist der Hohnentunnel. Und jetzt kommt der Grundwaldtunnel. 381 Meter. Auch sehr schön lang. Boah, da oben ist auch klasse zu wohnen, ne? Kannst du schon runter gucken, ne? Wenn Güterzug kommt oder... Ne, Personenverkehr, so Krähenlochtunnel. Es ist einfach herrlich. Oh, was haben wir denn hier? Mal kurz gucken. Pausieren mal kurz. Alter, das kannst du sogar lesen. Das ist der Wahnsinn. Schranke wird auf Anruf geöffnet. Bitte Hebel drücken. Ach, ist ja geil. Person von der Ladung absteigen. Wie geil. Gibt es ja öfters auch in Deutschland, ne? Musst du einfach hier, ne? Gut, blinken tut's nicht. Doch, es sei denn, es kommt ein Zug, glaube ich. Aber die Schranken sind, glaube ich, immer unten. Und wenn du hier lang willst, musst du einfach durch einen Hebel drücken, dann gehen die Schranken auf. Wenn sie nicht aufgehen, heißt es, kommt gleich ein Zug. Das ist ja mal geil. So, Schwarzwaldbahn-Erlebnispfad. Sehr schön. Also, es ist der Wahnsinn. Es ist ziemlich krass, was man hier alles reingesteckt hat. Also... So, hier ist der Fahrenhalde-Tunnel. Sehr schön. Da können wir gleich hier mal ein Thumbnail machen. So. So. Und weiter geht's. Wunderschön. Es ist einfach nur herrlich. So. Und ich werde jetzt wieder meine Kusche halten. Dann könnt ihr weiterhin die Fahrt genießen. Ne? Heute mal ausnahmsweise, ne? Wie so eine Art Führerstandsmitfahrt, wo nicht geredet wird. Und genießt es einfach. Also ich bin nach wie vor sprachlos. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr so die Strecke so findet. Ich persönlich bin wirklich geflasht. Von dieser Hammergestaltung, also wow, also das sieht so schön aus, also das
ist der Wahnsinn, was man hier für Liebe reingesteckt hat. Also Respekt. Also hier haben wir einen 166 Meter langen Tunnel. Und wie gesagt, ich wünsche euch jetzt auch weiterhin gute Fahrt und wir hören uns dann gleich nochmal wieder. Ne? Dann genießt es. So, hier haben wir auch wieder hier per Befehl, ne? Sehr schön. Hier haben wir einen kleinen Tunnel. Herrlich. Alter. Das sieht ja mal Hammer aus. Warte mal. Das müssen wir uns mal von unten anschauen. Alter Falter. Ist das geil oder ist das geil? Oh. Ich bin sprachlos. Das ist ja der Hammer, ey. Wahnsinn. Also, Wahnsinn. Gut, wie gesagt, ich werde jetzt wieder meine Klappe halten, ne? Und ihr genießt weiterhin diese wunderschöne Fahrt, ne? Wahnsinn. Zugbeeinflussung. Lol, was ist das denn für ein Signal? Hä? Wir halten mal trotzdem sicherheitshalber an.
kenne ich ja überhaupt nicht. HP0 plus VR0? Hä? Ist das hier ein Signalfehler oder? Lol. Ja. Mal gucken, ob das ein Signalfehler ist. Zeigt HP 0. HP 0. Und da zeigt der Fahrt. Hä? Ether läuft weiter. Ist das wirklich ein Signalfehler? Warte mal. Wir müssen mal gucken. Weil ich habe gerade keine Ahnung. Also Signal zeigt auf Hard. Scheint wirklich ein gestörtes Signal zu sein. Interessant. So, hier ist übrigens Georgen. St. Georgen, Schwarzwald. Sehr schön. Auch hier wunderschön gestaltet. Auch hier richtig detailreich. Das ist... Oh, ist das herrlich, ey. Das ist der Wahnsinn. Hier haben wir nochmal so ein Plakat. Der Mensch, das Land, das Ferienland. Freu dich drauf. Triberg schon nach Schönwald, Furchtwangen, St. Georgen. Herrlich. So, ja. Ich würde sagen, wir drücken trotzdem mal Tab. Ja. Zugbeeinflussung. 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 SIFA. SIFA. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Das kann nur ein Bug sein. Ich meine. Weil. Die Ether-Anzeige läuft weiter und ne? Das Signal sagt HP0, VR0. Normalerweise dürfte das Vorsignal gar nicht leuchten. Das müsste eigentlich aus sein. Also, ich habe damals auf Facebook mal so ein Bild davon gesehen, aber da habe ich echt keine Ahnung. Ne? Ich meine, wenn es rot zeigt, heißt es ja eigentlich, rot ist rot, das heißt stehen geblieben. Ne? Aber was es hier im Schwellensimulator dann für Auswirkungen hat, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass das nächste Signal auf Fahrt steht und hier ist kein weiterer Zug zu sehen. Ja. Und von daher dürften wir eigentlich ohne Probleme fahren dürfen. Drückt mir die Daumen. Halt die Klappe. Nichts mit Störung. Du bist eine Störung. So, noch 15 Kilometer. Dann sind wir ja schon da. Mensch, geht aber auch schnell. Gut, wir sind schon über eine Stunde unterwegs. Das nachher sollte ja nur eine Stunde gehen. Ja, wir haben ein bisschen getrödet. Ach, guck an. Hier geht die Uhr. Anscheinend funktionieren die Standuhren nicht. Also die so, ne, mit den richtigen Pfeiler halt stehen. Ne? Aber die eben ging. Ist sehr komisch. Naja. Wer weiß, was mit den Uhren los sind. Streiken bestimmt. Kriegen zu wenig Geld. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. So. SIFA. Ja, SIFA. 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 So, Vmax ist ja 100 km/h, das wissen wir ja. Schneller dürfen wir ja nicht fahren. Weil die Wagen nur 100 km/h zugelassen sind. Ja, und wenn die Wagen nur 100 fahren dürfen, dann gilt auch wirklich nur 100.
Aber das wisst ihr ja alles, ne? Ach, ist das schön hier. So, wir nähern uns auch gleich Villingen. Dann sind wir quasi die komplette Streckenerweiterung gefahren. Hm? Aber ich muss wirklich sagen, ich bin sehr beeindruckt von dieser Strecke hier. Also, das lohnt sich auf jeden Fall, die zu holen. Ja. Einfach wunderschön hier. So viele Details, das ist der Wahnsinn. Oh, da kommt 985 entgegen, wie es aussieht. Servus. Na, das Wetter sieht aber auch teilweise nicht so perfekt aus, ne? Ziemlich bewölkt haben wir es. Kommt bestimmt noch was runter. Ja, mal gucken, ne? Sind ja gleich am Ziel, ne? Auf jeden Fall eine wirklich sehr schöne Streckenerweiterung. Ja, Störung, bla bla bla. Nichts ist mit Störung. Volle hier.
So, noch 3,9 Kilometer. Bis wir in Villingen sind. Und wir müssen abbremsen. Und zwar richtig. Und zwar schnell auf unter 70 km/h kommen, weil sonst kriegen wir eine Zwangse gewischt und das ist dann auch nicht toll. Und wir sehen auch schon unser Ziel. Ah ja, ja, wir bremsen aber sehr schwach hier. Bitte bremst schnell. Wir wollen keine Zwangse heute haben. Ui, 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 ui. Ah, geschafft. Ei, ei, ei. Hätte auch schief gehen können, ne? Aber da sieht's aus, als ob wir gleich 40 kriegen. Das ist immer so eine Frage, ne? 40 oder 60. Auf jeden Fall halt erwarten. Na, es könnten 40 sein. Und in echt sind es 130. Geil. Naja, werden wir gleich sehen, wenn die Weiche kommt, ne? Aber ich denke mal 40. Lassen wir rollen. Das Ganze. Jo, 40. Und da müssen wir auch anhalten. Und glaube auch die Wagen abkuppeln. Das ist auch ganz wichtig. Und da sind wir auch schon in Villingen. Ja, und das war quasi die Streckenerweiterung. Also, es ist wirklich der Wahnsinn von der Gestaltung her. Die Performance ist top. Also, wie gesagt, einfach nur der Hammer. Servus. Störung. Störung. Nichts mit Störung. So, hier haben wir noch ein RS1 stehen. Hammer. Einfach nur der Hammer. Wirklich ein sehr schönes Szenario von Amisia. Kann ich nur jedem empfehlen. Wichtig ist, schaltet am besten die PCP aus und dann nochmal an. Ne? Dann seid ihr auf der sicheren Seite, weil wie gesagt, viele haben ja gepostet im Forum unter den Kommentaren, dass die PCP Fehler macht. Ich habe hier gar keine Fehler. Und ich weiß auch gar nicht, was passiert wäre, wenn ich die PCB nicht extra nochmal neu gestartet hätte. Also von daher macht es am besten so wie ich, PCB außen dann wieder an und dann seid ihr auf der besseren Seite.
Und ihr habt dann auch keine Fehler. So, da wären wir auch nun. So. Lokbremse anziehen. Ja. So, kuppel nun deine Waggons ab. Diese werden dann von einer 294 zum Kunden nach Rammelswiesen gebracht. Alles klar. So, da drüben steht auch die 294. Der wird bestimmt die Wagen dann abholen. Das ist auch was, Kollegen, ne? Die Wagen sind bereit, ihr könnt dann gleich anfangen, ne? So. Kuppeln wir dann mal die Wagen ab. Wir werden natürlich den hinteren Wagen auch mal am besten die Handbremse anziehen. Können wir gar nicht. Naja, egal. Laufen wir mal hin. So. Zack. Okay, geschafft. Nun erstmal kurze Pause. Als Lehrfahrt geht es nachher zurück nach Hausach, um die restlichen 9 Ölwaggons abzuholen. Dieses Szenario endet aber erstmal hier. Gruß Amisia. Ehrlich. Ja, das war's. Ne? Ein wirklich sehr schönes Szenario von Amisia. Haltzeichen, Signal überfahren. Ja, das stimmt. Hätte ich Befehl 40 gedrückt, hätten wir das nicht als Anzeige. Zweimal Geschwindigkeitsüberschreitung. Ach, naja. Ist egal. Ne? Und wir sind 52 Kilometer gefahren. Auch die exakte Streckenlänge der Streckenerweiterung. Ne? Und ja, wirklich ein sehr schönes Szenario, kann ich nur jedem empfehlen. Noch ein kleiner Hinweis, falls ihr gerne Szenarien fahren wollt von der neuen Streckenerweiterung. Die Strecke findet ihr gleich auf der ersten Seite. Ne? Also bei mir ist es so, wegen der Klammer. Finde ich ganz gut gemacht. Ne? Muss man nicht extra nach einem Alphabet suchen, ne? Was dann irgendwo ganz hinten ist. Ja, finde ich schon klasse. Ja, das war's. Eine wirklich sehr schöne Streckenerweiterung, kann ich nur wirklich, wie gesagt, nur jedem empfehlen. Das war heute mal eine, ja, außergewöhnliche Train-Simulator-Folge, wo ich mal nicht so viel gelabert habe, wo ihr viele Stellen hattet, wo ich gar nicht zu hören war. Ja, damit ihr auch halt mal die Strecke genießen könnt und den Sound halt. Ne? Und könnt ihr gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich persönlich finde die Strecke einfach nur hammerspitzengeil und kann es nur jedem empfehlen. Wie gesagt, ihr benötigt die Strecke Konstanz-Willingen. Egal, ob ihr die in dem VR-Shop kaufen tut oder über Steam kaufen tut. Ne? Funktioniert beide Versionen. Ja? Und ja, kann ich nur wirklich empfehlen. Ja, das war's. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und in diesem Sinne macht es gut. Euer Train Omni TV. Tschüss.